Die DAPD-Nachrichtenagentur stärkt sowohl ihren Beirat als auch ihren Vorstand. Als neues Beiratsmitglied wurde am Dienstag der Rechtsanwalt und ehemalige Bundesinnenminister Dr. Otto Schily bestellt. Der Beirat der Agentur soll die Unabhängigkeit der journalistischen Berichterstattung garantieren. Die DAPD versteht sich als eine unabhängige, neutrale Presseagentur, auch unabhängig von wirtschaftlichen Interessen, unabhängig von politischen Einwirkungen, und der Beirat soll in seiner Funktion als Überwachungsinstitution dafür sorgen, dass diese Prinzipien auch hochgehalten werden. Er hat die Besonderheit, dass er auch Ansprechpartner ist in quasi einer Ombudsmannfunktion für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also überall da, wo ein Konflikt mit diesen Prinzipien entstehen könnte, was ich nicht hoffe, dass das irgendwann eintreten wird, aber dann ist dieser Beirat auch ein Ansprechpartner dafür, und ich freue mich sehr, dass ich in diesem Beirat mitarbeiten darf. Den Politologen und Betriebswirt Leonhard Retschnitschek holt die Agentur in den Vorstand. Retschnitschek soll vor allem die Expansion der Mediengruppe vorantreiben. Der 41-Jährige verstärkt ab Juli die bisherigen Vorstände Kurt Dreyer und Wolfgang Zerth sowie Dr. Martin Vorder-Wühlbeke und Dr. Dr. Peter Löw. Meine Aufgabe wird sein, die DAPD-Gruppe beim weiteren Wachstum zu unterstützen. In den letzten beiden Jahren hat man ja schon viele Schritte unternommen. Einmal das Dienstleistungsangebot für die bestehenden Kunden auszubauen, aber auch in neue Geschäftsfelder vorzustoßen. Und hierbei einfach die betriebswirtschaftliche Kompetenz im Unternehmen zu stärken, aber auch einzelne Projekte zu beantworten, das wird meine Aufgabe sein. Neben der Expansion in neue Geschäftsfelder wird Retschnitschek das Ressort für Controlling und Finanzen übernehmen. Ein Jahr nach dem Startschuss der neuen DAPD zieht Chefredakteur und Vorstand Kurt Dreyer Bilanz. Ich denke, die Bilanz, das, was uns unsere Kunden, die Medienhäuser, sagen, wie das geklappt hat, die ist außerordentlich gut, und darüber freue ich mich, dass ich so ein tolles Team habe hier, dass all unsere großen Ansprüche, eine neue Vollagentur zu sein, Text, Bild, alle Ressorts, Video, jetzt auch noch einen Sportdienst, wirklich toll aufgebaut zu haben, das ist eine super Leistung, auf die können wir stolz sein, einerseits, und andererseits haben wir natürlich den Anspruch, in dieser Branche, die ja doch eher kriselt, weiter zu wachsen und neue Themen für uns zu entdecken, mit denen diese Agentur auch weiterleben kann und auch in Zukunft profiliert dastehen kann und natürlich auch wirtschaftlichen Erfolg haben kann. Außerdem investiert die DAPD-Gruppe auch in Bereiche, die am Rande mit dem Thema Nachrichtenagentur zu tun haben. Zum Beispiel Services für PR-Treibende, so DAPD-Vorstand Wolfgang Zerth. Wir beschäftigen uns mit dem Thema, wie kann man eigentlich Zeitungen in die Lage versetzen, mit Google Geld zu verdienen. Wir reden mit Fernsehsendern darüber, wie die eventuell in die Lage versetzt werden, mit YouTube Geld zu verdienen. Das heißt, was immer stärker nachgefragt wird, ist eigentlich die Beratungskompetenz einer Nachrichtenagentur, wenn es darum geht, für unsere Kunden, für die Verlage, aber auch durchaus für Webanbieter neue Erlösfelder zu finden, neue Betätigungsfelder zu finden. Wo kann eine Nachrichtenagentur helfen, den Kunden helfen, Geld zu verdienen, neue Leserinnen und Leser zu erreichen, neue Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen? Die DAPD-Nachrichtenagenturgruppe beliefert insgesamt rund 700 Kunden mit weltweit lückenloser Berichterstattung in Text und Bild.